Hi, hallo, da bin ich wieder. So, mein SMS-Kumpel Shaggy hier, ne, der schickt mir immer noch ganz viele Namen, ne, von Leuten, Videos, die er sich wünscht und so, ne. So, und als mein größter Fan, Shaggy, das sage ich jetzt einfach mal so, ja, wirst du natürlich auch belohnt, so, ne. So, das Video ist nur für dich, ne, wenn ich hätte jetzt über den keins gemacht hier. Randy Williams. Randy Williams hat von einem Typen gelernt, der heißt Giorgio Chu, ne. Findet man nicht viel über den, ne? Das war irgendwo hier in Chinatown hier so, weißt du, so Marktplatz Wing Chun, hier das mit dem breiten Doppelmesser, ne? Nicht weil du damit besser umlegen kannst, sondern damit du aus 30 Meter Entfernung bei einer Vorführung noch sehen kannst, was der Typ da vorne macht hier so, ne? So, jetzt war das Wing Chun der ersten Welle so, ne? Alles aus der Zeit zwischen 1950 und bis 67 zur Gründung der VTAA dann, ne? So, aber in der Zeit bis 67 so, die Leute, die da Wing Chun gemacht haben, ja, so, und in der Zeit sind auch Leute dann ausgewandert, USA rüber und so, ne, und haben sich dann da auch in den größeren Städten dann in Chinatown angesiedelt, ne, so auch hier George Yao Chu. So, jetzt muss man das Gesamtbild betrachten, ne, das Wing Chun der ersten Welle bis 67, das war oftmals verromantisiert, ja, verphilosophiert. Das war mit sehr viel Freiraum für Interpretation, ja, und durch landweite Culture-Regeln so. Und dann gekämpft wurde, konnten die alle labern, was die wollten. So, jeder konnte da seine eigenen Theorien so aufstellen, sozusagen. Ne? Solange die so der Philosophie des großen Ganzen gefolgt sind, so, ne, ja, okay. Dann kam die zweite Welle, ja, VT-Welle. Wong Chun Leung hat dem VT dann die Identität gegeben, ne, so, und war damit so die ernstzunehmende, wenn auch simplifizierte Version des romantischen Wing Chun der ersten Welle bis 67. Bevor Leung Ting dann die Romantik sortiert und strukturiert hat und sie mit der Leistung des VT zusammengebracht hat. Ne? Und somit dann die dritte Welle bildet. So, das verromantisierte und verphilosophierte Wing Chun der ersten Welle bis 67 hier. So, das ist das, was dann in Chinatown irgendwo hier, wo Randy Williams das von George Zhao Chu denn gelernt hat, über den du nichts findest. So, wir werden hier rausfinden, wie das Wing Chun aussieht, so was der Randy Williams gelernt hat, so, denn der hat da nämlich auch seinen eigenen Ketchup drauf gekippt, so, ne, und hat da auch sich berufen gefühlt, seine eigene Version zu machen und da irgendwelche Veränderungen vorzunehmen und so weiter. So, am Ende, wie sieht das aus? Pff, maskuliner Stand, so, ne. Guck mal, den Bong so, ja, pff. Was sollen wir denn über solche Sachen sagen? So, ne? Leung Ting hat damals mal ein Video gemacht, da hat er mal erklärt, dass sie alle ein bisschen doof sind. So, ne? How come there are so many different movements? Take this person, for example. How about this guy? We surely can see that. So, Shaggy, was soll ich dir abschließend über Randy Williams sagen? So, ne? Das ist eine Fehlinterpretation und das kriegt bloß keiner mit. Weil der sich ja da eine Non-Fighting Culture aufgebaut hat, um sich drumherum so, ne, wo das, damit halt nicht gekämpft wird, merkt halt keiner. Ne? Das funktioniert nur mit seinem Kreis, mit seinen Leuten so, ne, aber nicht mit dem Kampfsportler von nebenan so, ne.